Hallo und herzlich willkommen zu einem, nenne ich es mal, Spezial. Und zwar haben wir eine Frage an euch. Wir wollen eine Umfrage machen, wir wollen da mal was wissen. Und zwar haben wir bei einer unserer Ausstellungen, bei der wir vertreten sind, einen Händler aufgetan, der sich mit Fahrzeug- oder Flugzeugreifen beschäftigt. Und zwar haben wir den Hersteller hier, Halbert Models, zeige ich euch einmal in die Kamera, bietet für alle Maßstäbe Flugzeugreifen an. Und zwar ist der Clou, dass das Ganze, ich gehe mal ein bisschen näher ran, aussieht wie Gummi, aber es ist tatsächlich Acrylic-Resin. Das heißt, dass ihr die ganzen Vorteile von diesem Acrylic-Resin habt, aber nicht die Nachteile eines herkömmlichen Gummireifens, der ja auch, seht ihr, der zwar beweglich ist, aber nicht ausdünstet, sich nicht mit dem Zwischenmaterial verbindet, ist dann hier aus diversen Resinteilen. Ich mache euch gleich auch nochmal einen Bausatz auf. So, und jetzt ist die Frage, wir sind jetzt nicht so die Flugzeug-Cracks und wollen einfach mal von euch hören, wie ihr das Ganze denn so einschätzt, ob da ein Bedarf zu ist, ob das heißer Scheiß ist oder ob das Sachen sind, die man nicht oder weniger braucht. Als Vorteil wäre dann auch zu sehen, zum Beispiel hier, wenn ihr eine Lenkkasse habt, ihr habt da schon eine gewisse Eindrückung. Man kann das Ganze auch noch ein bisschen bearbeiten, wegschneiden. Man kann, wenn ihr das hier seht, kann man das schön bearbeiten. Es ist sehr detailreich. Ich mache gleich mal eine Packung für euch auf. Gibt es in 1 zu 72, 48 und 1 zu 32. So, zeige ich euch gleich mal hier. Dann hole ich mal von der B17. Der bringt ja schon mal ein bisschen Gewicht mit. So kommt das Ganze dann daher. Da haben wir hier erstmal die Umverpackung. Dann hier eine Anleitung. Dann hier einmal die Übersicht, was ist dabei, wie muss man es verwenden, wie sieht das Ganze aus. Dann kommt das hier in so Tütchen daher. Hier haben wir die Resinteile. Selbst die abgelaufenen Reifen haben hier ein Profil. Ich reiße das mal eben auseinander, zeige euch das mal. So. Kann man hier wunderbar sehen, dass selbst wenn jetzt hier die Reifen nicht montiert sind, dass hier das Profil auf den Felgen zu sehen ist. Dann haben wir hier nochmal die größeren. Die B17 1 zu 32 ist ja schon, hat ja schon eine stattliche Größe. Und hier dann die Reifen dazu. So, Preise wissen wir noch nicht. Ist klar, richtet sich nach Größe, liegen, keine Ahnung, zwischen 8 und 22 Euro, aber genaueres wissen wir erst, nachdem wir dann mit der guten Firma verhandelt haben. Ist auf jeden Fall dann eine Alternative zu den Reifen, die der Hersteller so mitgibt. Hier ist das, was ich gesagt habe. Ihr könnt also praktisch das dann hier auch abmachen. Das ist gut zu bearbeiten, das Ganze. Und wie gesagt, hat halt nicht die Nachteile, die zum Beispiel Vinylreifen haben. Ja, die Frage ist jetzt an euch gerichtet. Wie sieht das Ganze aus? Besteht da Interesse dran? Wäre das was wir uns ans Lager legen sollten? Wir zählen da auf euch, auf eure Kompetenz, auf eure Meinung. Ja, freuen uns über eine rege Diskussion, über die Abstimmung. Und bis dahin, macht's gut.